Also ich glaube, man hat hier vielleicht den Eindruck, es ist vor allem eine Gender, also ein Gender-Aspekt, der hier so vorläufig interessant ist. Aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die wir daraus lernen können. Also aus Studie von Ashunga. Und zwar einerseits der Alltag der Leute damals. Also die Edo-Zeit ist ja auch eine sehr, sehr lange zeitliche Periode. Das heißt, selbst wenn wir von Ashunga sprechen, gibt es die Anfangsperiode, die mittlere, die Endperiode. Es gibt sehr viele vielfältige Formen von Stilrichtungen, von Zugängen, je nach Künstlern. Und ich denke, der Umgang natürlich zwischen den Geschlechtern, den wir finden auf diesen Bildern, aber gleichzeitig auch die Art und Weise, wie Geschlechter auch, wie sagt man, fluid waren. Also sprich, nicht so einerseits diese ganz klare Ausrichtung, die wir bei uns oft haben. Heterosexualität, Homosexualität. Es gab oft einen fließenden Übergang und auch so eine Sexualität je nach Kontext. Also man musste nicht sagen, man musste sich nicht zuordnen.